Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer weiteren Ausgabe von The Chronicles of Myrtana Acholos. Ja, wir haben letzte Folge versucht, in die Stadt zu kommen. Das hat natürlich nicht so einfach funktioniert. Aber wir haben ein, zwei Hinweise, wie wir vielleicht in die Stadt kommen können. Dafür werden wir jetzt erstmal mit diesem Araxos-Läufer nach Silbach aufbrechen. Zaprowadź mnie do Silbach. Ruszajmy. Und hier werden wir dann versuchen, jetzt mit Kurt und Albin eventuell... Ach ja, ab sofort haben wir überhaupt auch ein Schnellreise... Jesteśmy na miejscu. Jeśli będziesz potrzebował wyruszyć w dalszą podróż, to w tym miejscu możesz spotkać mnie lub któregoś z moich kolegów. Geil, also wir können jetzt ab sofort auch von Silbach aus überall auf Acholos hin erstmal oder weitestgehend dort, wo ich schon mal war. Das ist natürlich sehr cool. Ja, wir müssen jetzt einen Weg finden, irgendwie ein Passport für die Stadt zu bekommen. Ja, mir fallen zwei mögliche Wege ein. Entweder wir beklauen den Fight, ziehen uns seinen Pass rein, oder wir reden jetzt erstmal mit Albin und Kurt. Vielleicht haben die eine Möglichkeit. So, Kurt, steht schon mal hier, was ist los? Jesteś nareszcie. I co, udało ci się coś ustalić? Z tego, co mi powiedział Felix, wygląda na to, że Jorna uprowadziło dwóch ludzi. Dowiedziałeś się, jak wyglądali? Jeden z nich był wysoki i tęgi, a drugi chudy jak szczapa. Wyprowadzili Jorna wschodnią bramą wioski. Tak jak przypuszczałem. Nikt nie zrobiłby takiego bałaganu w pojedynkę. Dziwi mnie tylko, dlaczego Felix ich nie zatrzymał, gdy miał ku temu okazję. Wziął ich za biesiadników odprowadzających pijanego towarzysza do domu. Felix nigdy nie byłby strzakiem. Z drugiej strony, widząc dwóch i to najpewniej uzbrojonych ludzi, wątpię, żeby chciał zgrywać bohatera. Czegoś jeszcze udało ci się dowiedzieć? Postanowiłem pójść drogą na północ, w nadziei, że uda mi się ich dogonić, albo znaleźć jeszcze jakieś ślady. Polujący w okolicy myśliwy powiedział, że znalazł świeże ślady trzech ludzi, które prowadziły na północ. Wszystko wskazuje na to, że Jorn jest już za murami Acholos. No to mamy problem. Miasto jest duże i Jorn może być praktycznie wszędzie. Będziemy potrzebowali pomocy i to nie byle kogo. Mówiąc o pomocy, jak poszła rozmowa ze starszym? Próbowałem go przekonać, żeby dozbroił wartowników. Rozesłał wieści po okolicy i poinformował straż. Ale... Ale? Ten stary dureń za nic ma naszą znajomość. To co zrobimy teraz? Na wyspie istnieją tylko dwie organizacje, które faktycznie mogą nam pomóc. Straż Miejska i Gildia Kupiecka. Obie dysponują wystarczającymi środkami i koneksjami, które mogą być pomocne w odnalezieniu twojego brata. Może jednak pomysł z przeniesieniem się do miasta wcale nie był taki zły. Poszedłbym z tobą, ale muszę załatwić tu jeszcze kilka formalności. Mam jednak dla ciebie małą radę. Z doświadczenia wiem, że na początku warto się trochę pomęczyć, żeby później móc czerpać korzyści. Porozmawiaj z Albinem. Jeśli będziesz dla niego przykładnie pracował, to może sam załatwić ich lejdź do miasta. Jakoś sobie poradzę. Wiem, że sobie poradzisz. Sprytny z ciebie, chłopak. Tak jak z twojego brata. Nie trać wiary, chłopcze. Jorn jeszcze się odnajdzie. Bez naszej pomocy wątpię. Na mnie już pora. Zostanę tu jeszcze parę dni, ale pewnie niedługo sam wyruszę do miasta. Może za resztę oszczędności załatwię nam jakieś lokum. Jeśli uda mi się dostać do miasta, jak cię odnajdę? Odwiedź Syreni Lament. To karczma w dzielnicy portowej. Prowadzi ją moja stara znajoma. Tam będziesz mógł się zatrzymać i tam się spotkamy. Jest na wyspie ktoś, kto nie jest twoim dobrym znajomym? Cóż, mamy szczęście, że mieszkam tu prawie całe życie. Pora wykorzystać te atuty. I jeszcze jedno, na wszelki wypadek staraj się nie rzucać w oczy. Jesteś tu nowy, a nowi łatwo wpadają w kłopoty. Będę o tym pamiętał. W takim razie do zobaczenia niebawem. Trzymaj się. Okay, das war jetzt eine ganze Menge. Ich versuche das mal runterzubrechen. Also, wir haben ihm jetzt quasi erzählt, was wir herausgefunden haben über die Spuren und über den Jäger und dass wir glauben, dass er in der Stadt ist und... Kurt sagt jetzt halt auch, okay, wir sollten halt zusehen, dass wir irgendwie ein Passport bekommen, um in die Stadt reinzukommen. Und wenn wir es schaffen, dann sollen wir ihn im Hafenviertel treffen. Denn der hat irgendwie Kontakte dahin und der wird es wohl schaffen, irgendwie in die Stadt zu kommen. Wenn ich das jetzt mal so richtig zusammengefasst habe. Okay,
Wir gehen erstmal zu Jill und werden ihr mal die Rezepte geben für die Lebensmittel oder für die Gerichte, die wir mittlerweile kredenzt haben. Und dann schauen wir einfach mal, was wir jetzt hier noch an Erfahrungspunkten oder Gold bekommen. Hoffentlich. Hey. Ich hab was du brauchst. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Traubensaft. Masz. Dla ciebie. Geil, Gold. Bärenmarmelade. Masz. Dla ciebie. Süßes Blaubeertörtchen. Masz. Dla ciebie. Fisch mit Essig in Snapperkraut. Masz. Dla ciebie. Und gebratene Insekten. So. Masz. Dla ciebie. Okay, das gab ein bisschen Gold. Das ist gut. Ja, und wir reden jetzt mal mit dem Albin. Vielleicht hat er eine Möglichkeit, oder vielleicht haben wir eine Möglichkeit für ihn einen Job zu erledigen, wo wir dann an so einen Pass kommen können. Gibt es wirklich nichts, was sie gegen Jorn tun könnten? Ich glaube, die Frage sollte so formuliert sein, gibt es nichts, was du für ihn tun könntest? Naprawdę nic nie jesteś w stanie zrobić w sprawie Jorna? Rozmawiałem już o tym z twoim wujem. Nie będę marnował i tak mocno uszczuplonych środków na szukanie igły w stogu siana. Jedyne, co mogę zrobić, to podwoić wartę i mieć nadzieję, że taka sytuacja już się nie powtórzy. Twój brat musiał mieć sporo za uszami, skoro ktoś zadał sobie tyle trudu, by go porwać. A, hat aber auch ein bisschen recht, muss ich sagen. Ich brauche deine Hilfe, um in die Stadt zu kommen. Potrzebuję pomocy w dostaniu się do miasta. Gdyby nie ta sprawa z twoim bratem, to namawiałbym cię, żebyś został. Jesteś całkiem pomocny, a życie w mieście wcale nie jest takie kolorowe. Jeśli jednak bardzo ci zależy, to mógłbym wysłać cię do miasta jako mojego wysłannika, ale nic za darmo. Okay, er kann mich als meinen Gesandten in die Stadt schicken. Aber es wird teuer. Schauen wir mal, wie viel der dann möchte. Ile? Od razu ile? Złota to ja mam. Ludzi do pracy mi potrzeba. A ty udowodniłeś, że jesteś odpowiedzialny. Okay, also der will gar kein Geld. Mir ist die Zeit wichtig. Zależy mi na czasie. Rozumiem. Dlatego zamiast szwendać się pod murami i szukać sposobu na wejście, wyświadczysz mi przysługę. W zamian otrzymasz glejt. Z nim wejdziesz do miasta bez problemów. Teraz do sedna. Traciliśmy sporo plonów przy ostatnich powodziach. Nie możemy sobie pozwolić na powtórkę. Chciałbym, żebyś pomógł cieśli w naprawie brzegu rzeki w wiosce. Oprócz tego trzeba pomóc przewoźnikowi towarów. Do tej pory nie było czego transportować do miasta, ale powódź czy nie, podatki trzeba płacić i będziemy musieli spieniężyć część plonów. Zajmij się tym, a będziesz mógł wejść do miasta legalnie i bez dalszych problemów. Ja, das klingt eigentlich vernünftig. Also, er will halt, dass wir quasi nochmal mich hier mit helfen, mit anpacken nach der Flut und ja, und dann will er mir den Passport geben umsonst, also das ist okay für mich. Der macht auch einen vernünftigen Eindruck auf mich. I need to get into the town, find my brother. Albin promised me a pass exchange for doing two jobs for him. I can't help a cargo carrier with some business and a carpenter with shore repairs. Okay, der Carpenter wird hier wahrscheinlich der Uwe sein. Also reden wir einfach mal mit dem Uwe. Uwe! Manfred, Essen kommen! So, achso, ich habe übrigens schwere Äste gefunden. Ich habe jetzt eine sehr coole Armbrust mittlerweile, die ganz nice ist. Da können wir doch mal ein paar Bolzen noch stellen. Alter, 87 Bolzen erstmal hergestellt, das ist klar. Ja, klingt nach einer ordentlichen Zahl. Haben wir erstmal wieder ein bisschen Munition. So, Uwe. Hey. Albin hat mich geschickt, um bei der Reparatur des Ufers zu helfen. Achso, erstmal beklauen. Na, Prioritäten müssen sein. Ja. Albin przysłał mnie do pomocy w naprawie brzegu. Marvin, to tobie zawdzięczamy nową dostawę drewna? Tak, chciałem spłacić dług wobec Bastiana. Mało jest dziś honorowych ludzi. Cieszę się, że Albin przysłał mi właśnie ciebie. Skoro tobie zawdzięczamy tę dostawę, to pewnie wiesz już, jak pracować z drewnem. Weź piłę i przytnij ten pieniek. Nie jest to wymagające. Musiałbyś się bardzo postarać, żeby nawalić. Ja zawołam chłopaków i przeniesiemy resztę na miejsce. Na jaką długość mam przyciąć ten pieniek? Niech pomyślę. Połowa musi wejść w ziemię. Ćwiartka musi wystawać. Wychodzi na to,
że musisz przyciąć tylko ćwiartkę. No, Marvin, bierz się do pracy. Okay, wir müssen uns an die Säge stellen, so wie ich das verstanden habe. Machen wir das mal. Okay, wir haben ein bisschen die Nacht gesägt. Doskonała robota, Marvin. Przyciąłeś to idealnie. Chodź ze mną. Musimy ustawić dobrze te pale. Okay, dann, aber es ist sehr dunkel, also ich würde ganz gerne noch ein bisschen Licht machen. Folgen wir dem Uwe mal. Uwe? Okay. Ein bisschen abendliche Fitness kann nicht schaden. Ach, so cool, dass wir jetzt hier auch endlich mit der Händlergilde reisen können. Das ist nice. Ich würde aber wahrscheinlich bei meinem nächsten Gang in die Stadt nochmal zu Fuß gehen, weil es gibt ja noch einen Abschnitt, den ich noch nicht erkundet habe. Deshalb werden wir da nicht die Händlergilde verwenden, um da zu reisen. So, schauen wir mal, wie wir dem jetzt hier helfen können beim Anbau. Müssen wir jetzt echt die Stadt verlassen? Okay. Also das Dorf, nicht die Stadt. So, ich glaube, ich speichere hier einfach mal. Ich habe Angst, dass jetzt hier irgendwelche fiesen Monster kommen. Das wäre unschön. Ich glaube nicht, dass der Uwe jetzt so sehr wehrhaft ist. Ich glaube, der würde es mit 2-3 Wölfen nicht wirklich aufnehmen können. Aber es ist nur eine Vermutung. Aber am Ende ist er vielleicht so Meister des Kampfes und schnetzel die halt einfach weg. Kann natürlich auch sein. Ein paar Himbeeren. Die zieh ich mir gerne rein. Stellt euch mal vor, ich hätte die Lurker jetzt noch nicht getötet. Dann wäre jetzt hier Rambazamba. Ah, hier sind schon Leute. Ah! Okay, es sind schon Arbeiter. No, widzę, że już prawie wszystko skończone. Ale te trzy pale są uszkodzone. Ktoś musi wskoczyć do wody. Nie będzie łatwo, więc należy użyć młotka. No, Marvin, do roboty. Zajmę się tym. Znakomicie. Uwiniesz się z tym raz dwa. Okay, wir müssen jetzt hier den Steg bauen. So wie ich das verstanden habe. Okay. Aber müssen wir das jetzt in der Nacht machen? Powinno wytrzymać. Okay, das sollte halten. Aber wir müssen noch mehr machen. Aber das so, solche Quests finde ich halt auch so cool. Weil das ist halt mal was anderes. So, das ist nicht so die Heldenaufgabe schlechthin, sondern das ist halt einfach... Ja, so eine alltägliche Arbeit irgendwie. Die so ein Tagelöhner halt macht. Das ist wie Rübenziehen so ein bisschen. Geil, Alter. Jetzt haben wir erstmal eine fucking Brücke gebaut. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Das ist ja super geil. Wird dieses Ufer halten? Wytrzyma ten brzeg? Po tym, jak go zabezpieczyliśmy, możemy być spokojni na lata. Albo przynajmniej do następnej powodzi. Dziękuję, Marvin. Powiem Albinowi, że dobrze się spisałeś. Okay, geil, haben wir erledigt. Jetzt haben wir hier diese Brücke wieder aufgebaut. Das ist so cool. Das ist so cool. Ich liebe sowas. Ist ja auch bei Kingdom Come Deliverance so. Da gibt es ja auch solche ganz einfachen, simplen Quests, irgendwie wie Wache halten oder so. Das ist... Ich setze das hier so ein bisschen auf eine Stufe. Das ist so eine alltägliche Arbeit. Gefällt mir einfach richtig gut. So Mike und... Ja, ihr entspannt hier anscheinend. Okay. Albin hat mich geschickt, um dir nach der letzten Flut zu helfen. Also erstmal beklauen wir den. Was kann ich tun? Albin przysłał mnie, żebym pomógł ci wrócić na nogi po ostatniej powodzi. No, nareszcie. Pewnie niedługo będzie potrzebował coś sprzedać na targu w mieście. Ale jak tu spławiać nowy towar? Jak starego jeszcze nie odzyskaliśmy. Stary towar? Tak. Miałem go przewieźć do miasta. Ale nadeszły burze. A w taką pogodę żeglować nie jest przyjemnie. Wiem coś o tym. W każdym razie, jak nie znajdziemy tych towarów, to nam Albin z dupy nogi powyrywa.
Woda zabrała 4 paczki na drugi brzeg rzeki. Znajdź je, jak najszybciej. Okay, also wir müssen irgendwas finden. 4 Pakete auf der anderen Seite des Flusses. Wie können Sie sicher sein, dass die Ware vollständig ist? Okay. Skąd pewność, że towary są całe? Co jak co, ale na zabezpieczaniu towaru przed przewozem to ja się znam. Jako, że nie było w nich żadnego jedzenia, to i topielce nie powinny się nimi interesować. Okay, warum suchst du nicht selbst? Dlaczego sam ich nie poszukasz? Powiem tyle. Nie na darmo nazywają to miejsce wybrzeżem topielców. Jeśli nie muszę, to omijam je wielkim łukiem. A skoro Albin przysłał ciebie, to znaczy, że nie muszę. Okay, also... Ich lese mir das nochmal ganz kurz durch. I'm to find 4 packages of goods for the carrier. I have to find them on the other side of the river. Okay. Aber müssen wir das in der Nacht machen? Ich würde das eigentlich ganz gerne am Tag machen. Nee, hier gab es keine Schlafmöglichkeit, ne? Hm. Okay. Ja, ach komm, ich geh jetzt einfach nochmal schnell nach Silbach. Das hat da jetzt hier keine Eile. Wir müssen das ja jetzt nicht unter Zeitdruck hier erledigen, das ist ja das Schöne. Wir gehen jetzt einfach wieder nach Silbach, hauen uns mal aufs Ohr und kommen hier nochmal her. In der Zwischenzeit genießen wir die fallenden Blätter in den Wäldern von Acholos. Sehr schön. 30 Lernpunkte haben wir mittlerweile. Und knapp die Hälfte des nächsten Level-Ups. Das ist sehr, sehr cool. Wie gesagt, mein Plan ist, so ein bisschen in der Stadt so 30, 40 Lernpunkte zu haben im besten Fall. Um mit diesen 40 Lernpunkten dann, wie gesagt, Lehrer zu finden, um Stärke, Zweihandkampf und Diebesfähigkeiten zu finden. Das wäre natürlich erstmal in erster Linie ganz geil. Und in zweiter Linie dann noch sowas wie, ja, halt Magie, Kreis und so. Aber das kann man ja auch in Büchern finden, aber die Bücher habe ich jetzt einfach noch nicht gefunden, die ich dafür benötigen würde. So, Mist. Ich muss mir jetzt wahrscheinlich irgendwo ein freies Bett suchen. Ah, die sind halt alle schon belegt. Belastend. Wie der Arme sich hier nachts die Hände wärmen muss, weil der wahrscheinlich keinen Schlafplatz hat. Und der alte Knacker hier. Cholera. Was ab? Was ist da los? Ja komm, dann legen wir uns halt nochmal pennen. Warte mal, will der Typ mich ja eigentlich noch verprügeln? Ah, silny jesteś. Pokonałeś mnie. Ale to nie oznacza, że jesteś tu mile widziany. Okay, es gab noch 125 Erfahrungspunkte. Gut, dass ich dir nochmal angequatscht habe. Ja, gut, dass du mich besiegt hast. Schön für dich, aber das heißt nicht, dass du hier willkommen bist. Als ob das so eine Prämisse wäre, irgendwie jemanden zu verprügeln, um irgendwo willkommen zu sein. Auch geil. Oh, ey, das ist so cool. Und ich muss sagen, dieses Zweihandschwert gefällt mir auch sehr gut. Ich hätte das gerne. Ich hätte das einfach gerne. Das wäre super. Tja, kann ich dem Fight nochmal vielleicht seinen Pass irgendwie abnehmen? Er ist nur ein Bauer. Okay. Legen wir uns erstmal pennen, bis zum nächsten Morgen. Und jetzt gehen wir quasi auf Suche nach den Paketen. Hui. Die sitzt da immer noch mit ihrem dreckigen Kleid, ey. Die blöde Tante. Egal. Ich finde es auch sehr interessant immer wieder, dass Leute so sich wundern, wie ich ohne Maus spielen kann. Gothic ohne Maus spielen kann. Das finde ich immer total witzig, wie sich da Leute darüber wundern, weil das ist so, habe ich Gothic 1 spielen gelernt. Und da das in Gothic 1 für mich gut geklappt hat, habe ich das dann auch immer in Gothic 2 so gemacht. Also ich nutze die Maus halt nur, um die Kamera auszurichten. Gut, in meinem letzten Gothic 2 Let's Play im First Person Run habe ich halt auch die Maus gebraucht für die Quick Loot Mod, um mit Rechtsklick halt alles schnell einzusammeln. Aber hier habe ich die Quick Loot Mod ja nicht, deshalb nutze ich hier die Kamera. Also nutze ich hier die Maus wirklich nur, um die Kamera und den Winkel ein bisschen zu verstellen, so. Aber ansonsten spiele ich mit den Pfeiltasten. STRG, Q und Escape und halt WASD. Na, also es gibt auch Q, W, E. Also ich kann auch, wenn ich den Finger jetzt auf W lege, kann ich auch so laufen und mit Q und E
so die Richtung ändern oder ich switche einfach auf die Pfeiltasten und kann halt ebenso das gleiche machen. Mit W kann man auch so zurückweichen, also das ist halt schön cool. Im Kampf nutze ich natürlich A und D, ne, um zur Seite halt auszuweichen. Und STRG und Pfeiltaste nach vorne, um zu schlagen jeweils. Also das ist eigentlich ganz gut machbar, so ich brauche die Maus eigentlich überhaupt nicht. Wie gesagt, Weitsicht und nah, also Zoom halt noch so, aber sonst halt nicht so viel. Okay. Tja, wir gehen jetzt auf die andere Seite und suchen 4 Pakete. Und da liegt auch schon direkt das erste, wie ein großer Würfel. Mikes Paket. Ich glaube, guck mal hier. Oh, die sind ja alle hier schön verteilt, das ist ja wunderbar. Ich dachte, wir müssen jetzt dem Weg irgendwie folgen, aber offenbar ist es halt wirklich nur am Ufer, das ist ja wirklich nicht viel. Das ist ja wirklich entspannt. So, 3 Pakete haben wir schon mal. Aha, guck mal, ein Bandit. Hey, co tutaj robisz? Zbieram, co może dało. Ta paczka należy do ludzi z Silbach. Lepiej, żebyś ją oddał. Do ludzi z Silbach? Czyli nie do ciebie. Więc co ci zależy, jeśli jedna paczka zginie? Powiedz, że nie mogłeś znaleźć, że pewnie woda zabrała w głąb morza i tyle. Ich finde das Detail von seiner Klamotten cool. Diese beiden Flicken, die er auf dem Schal hat, der Dolch, der im Gürtel steckt und so, das ist so cool. Gib mir das Paket. Dawaj tę paczkę. Chodź, spróbuj mi ją odebrać. Der hat eine nette Zweihandwaffe. Mal gucken, vielleicht kann ich die nutzen. Okay. Ist zwar eine Axt, ich bin nicht so der Axttyp, muss ich zugeben, aber für eine bessere Waffe würde ich jetzt einiges tun. Oh, okay. War ich jetzt ein bisschen zu offensiv? Aua! Alter, die scheint eine super stabile Reichweite zu haben. Mehr Reichweite als mein Schwert. Nein. So bitter, dass er irgendwie mehr Reichweite hat als ich. Axt, verdächtiger Typ. Danke für das Paket, du Held. Jetzt gucken wir uns erstmal die Axt an. Oh ja. Nein! Es fehlen 4 Stärkepunkte, ist das übel. Aber die macht halt 10 mehr Damage, also. Das Ding brauche ich auf jeden Fall. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie um ein bisschen Stärke kommen. Habe ich nicht irgendwie einen Ring gehabt, der mir noch 3 Stärke gibt? Ja, den Ring. Jetzt fehlt uns halt 1 Stärkepunkt. Ist jetzt bitter. Ich habe irgendwie so Sachen, die mir Stärke-Boni auf jeden Fall geben, aber ich weiß halt nicht, ob ich die jetzt eigentlich schon essen will. Ich habe nur 4 Drachenwurzeln, also davon will ich jetzt eigentlich nur ungern eine essen. Da esse ich lieber das hier. Das Ding gibt mir 3 Stärke. Ja, habe ich jetzt einfach mal gemacht. Dann können wir jetzt auch diese Axt tragen. Die halt ganz gut Damage macht. 10 mehr, immerhin. Das ist... War jetzt, glaube ich, ganz gut, dass wir das gemacht haben. Weil der Stone hat mir ja keine Stärke mehr beigebracht. Sonst hätte ich jetzt einfach Stärke gelernt, aber Stone bringt ja keine Stärke mehr bei. Und einen anderen Lehrer habe ich bisher an keiner anderen Stelle hier auf der Insel gefunden. Jetzt müssen wir die Axt aber auch mal ein bisschen ausprobieren hier und einweihen quasi. Ja, ich bin nicht so der Axtkämpfer, muss ich sagen. Also... Zweihandschwert ist mir halt deutlich lieber, aber gut, ich habe jetzt erstmal keine andere Wahl, muss jetzt erstmal mit dem auskommen, was ich habe. Und das ist jetzt halt erstmal nur diese Axt und diese Armbrust. Okay, haben wir das auch erstmal erledigt? Sehr cool, hey. Hier gibt es noch Holz abzufarmen. Okay. Ein bisschen Holz, bitte.
Wäre so cool, wenn ich jetzt auch meine Waffe dafür verwenden könnte, um Holz zu ernten, aber... Wäre ja Quatsch. Ist ja eine Kampfaxt, keine Holzaxt. Ich glaube, da gibt es schon nochmal Unterschiede. Okay, gut, dann... Gehen wir mal zum Mike. Bring ihm seine Supplies. Diese tolle neue Brücke hier. Geiler Schnauzer übrigens, hier sind deine Pakete. Mam wszystkie cztery paczki. Świetnie. Lorenzo z gildii kupieckiej się ucieszy. Ale paczki to nie nasz jedyny problem. Powódź nie tylko zabrała moje towary, ale naniosła też wielkich kamieni z górnego nurtu rzeki. Jeśli mamy myśleć o jakimkolwiek transporcie, to musimy je wykopać. Albin przysłał dwóch osiłków do pomocy, ale jakoś się do niej nie kwapią. Spróbuj coś z tym zrobić. Das habe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht verstanden. I brought the packages to the carrier, but that's not the only problem. The rocks that the river has deposited must be removed. From the farmers Albin sent were supposed to take care of it. Maybe I should talk to them. Die beiden Typen oder was? Hey, ty. Steine aus dem Flussbett entfernen. Los. Trzeba usunąć kamienie z koryta rzeki. No to bierz się za robotę. Ja nie lubię być mokry. Mach dich an die Arbeit oder ich verprügel dich, Junge. Weźcie się do roboty, albo zaraz dam wam wycisk. No to pokaż, co potrafisz. A jednak mi się nie wymknie. Beide gleich, okay. Nieźle. Nieźle. Całkiem nieźle. Ale wie schnell die aufstehen, fuck, ich konnte die gar nicht looten, ey. Moja głowa. No i jak? Pomożecie teraz w pracy? Dobrze, już dobrze. Wszystko załatwimy jak należy. Będzie pan zadowolony. No i jak? Pomożecie teraz w pracy? Dobrze, już dobrze. Wszystko załatwimy jak należy. Będzie pan zadowolony. No, sehr gut. Muss ja erstmal Gewalt anwenden hier. Wegen dem Flussbett. W sprawie koryta rzeki. Tak. Farmerzy zajmą się usuwaniem kamieni. Świetnie. Możesz powiedzieć Albinowi, że wkrótce możemy zacząć transportować towary do miasta. O, sehr schön. Okay. Haben wir das ja auch erledigt. Die arbeiten zweimal noch nicht. Aber okay. Soll mir egal sein. Mike ist zufrieden. Damit haben wir es. Wir haben jetzt eine bessere Zweihandwaffe. Sehr cool. Und wir können jetzt im Best Case die Stadt betreten. Das ist doch mal eine gute Sache. Wisst ihr, was immer so komisch ist an solchen Halbstundenfolgen? Die fühlen sich so an, so, ja, okay, es ist halt eine halbe Stunde Aufnahme, aber es kommt mir immer so vor, als ob in Real Life viel mehr Zeit vergehen würde, so. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade erst auf die Uhr geguckt und es war irgendwie 19 Uhr und jetzt gucke ich wieder auf die Uhr und jetzt ist es 20.22 Uhr. Dabei habe ich nur 28 Minuten aufgenommen irgendwie. Es ist so ganz, ganz komisch, wenn man so mehrere Folgen hintereinander aufnimmt, verliert man voll das Zeitgefühl. Und man denkt, man hat den ganzen Tag mit Aufnehmen verschwendet, dabei hat man nur drei Folgen erst aufgenommen. Und denkt man sich so, wie kann das eigentlich sein so? Es ist so, mein Zeitgefühl ist bei diesen halbstündigen Folgen immer komplett hinüber. Und dann nehme ich aber so Kingdom Come Deliverance zum Beispiel auf. Da geht so eine Folge vielleicht manchmal eine Stunde und dann denke ich mir so, boah, okay. Ist doch irgendwie so gar keine Zeit vergangen. Dabei habe ich erst eine Folge bloß aufgenommen. Das ist so voll komisch. Ich weiß auch nicht, wie man dieses Phänomen betiteln kann. Verschobenes Zeitgefühl. Keine Ahnung. Wer weiß das schon? So, dann werden wir jetzt hoffentlich einen Pass für die Stadt bekommen. Auf legalem Wege. Das ist wunderbar. Nie szukasz przypadkiem pracy? Verwirrter Bauer, suchst du Job? Ja. Tak. Znaczy się, tak, nie szukasz pracy, czy nie szukasz pracy? Ja. Tak. Potwierdziłeś, że zaprzeczasz? Czyli nie szukasz pracy i nie chcesz pracy. Tak czy nie? Zeichne deine Waffe, zeig deine Waffe.
Ich sag mal nein. Nie. Co? To ja już nic nie rozumiem. Zapytam kogoś innego. Wenn ich jetzt wahrscheinlich ja gesagt hätte die ganze Zeit, hätte er mir wahrscheinlich den Job gegeben. Egal. Albens Frau. Albin. Hallo. Okay, wegen dem Flussufer. W sprawie brzegu. Tak? Naprawiliśmy go. Możesz się już o niego nie martwić. Świetnie. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Masz tu dodatkowo parę monet. Co mi tam? O, danke schön für das Geld, du Held. Wegen dem Wasser, wegen den Waren. W sprawie przewoźnika towarów. Tak? Przewoźnik wkrótce będzie gotowy do transportu towarów. Świetnie się spisałeś. Masz parę monet dla ciebie, tylko nie wydaj ich w głupi sposób. Nicht auf dumme Weise aufgeben. Alles getan, was du von mir wolltest. Wykonałem wszystko, o co mnie prosiłeś. Dostanę teraz Glade do miasta? Dobrze się spisałeś. Dostaniesz go. Powodzenia, Marvin. Jorn na pewno się odnajdzie. Czuję to. Ale der Typ ist in Ordnung. Der Typ ist in Ordnung. Wir haben jetzt eine Genehmigung für die Stadt. Dürfen da jetzt auf offiziellem Wege durchs Hauptstadttor rein. Aber ich würde trotzdem ganz gerne einen Weg irgendwie finden, um rein zu sneaken, weil... Wenn ich keinen finde, ist ja nicht schlimm. Ich kann ja trotzdem durchs Haupttor. Aber ich würde ganz gerne irgendwie einen Weg finden. Einen anderen Weg finden als den offensichtlichen. Weil ich hab's im Gefühl, dass man da irgendwie... Irgendwie kommt man da auch sneaky rein, ohne irgendwas davon zu machen. Hab ich im Urin. Pohandlujmy. Jo, was hat der denn jetzt hier im Angebot? Steinhauttrank. Oh, cool. Waffenschutz 3, Magie und Brandschutz 1. Na gut. Jetzt nicht so krass. Mann, ich hätte so gerne ein Buch über den ersten Kreis der Magie. Das würde mir helfen. Aber so... Naja. In Fleischkäfer verwandeln. Hat man vielleicht noch andere Zauber, die irgendwie jetzt nützlich sein könnten? Nee, sonst nur Kampfzauber. Wir haben noch zwei Einhandwaffen, die relativ stark sind. Die ich jetzt aber eh nicht nutzen kann und auch nicht nutzen möchte, ehrlich gesagt. Hier sind irgendwelche Namen eingraviert. Das rostige Schwert kann jetzt eigentlich weg, brauche ich jetzt nicht mehr. Sollte ich das dem verkaufen? Nee, ich kaufe dem das jetzt ganz bestimmt nicht zurück. Kannst du ja mal sowas von knicken, mein Freund. Da zahle ich mich ja dumm und dämlich, wenn ich das jetzt mache. Okay, gehen wir nochmal kurz zum Schmied. Hey. Lass mir Stone keine Stärke mehr bringen. Hey. Bitte. Okay, was hast du denn so? Pokaż mi, co masz na stanie. Okay, naja. Und Wachstock. Der Wachstock macht sogar 55 Schaden, Alter. Der alte Stock des Wächters. Ah, ich will keinen fucking Stock, Alter. Das Ding macht echt 55 Damage. Nicht schlecht, aber egal. Wir haben jetzt eh Besseres. Das grobe Schwert würde ich mal so als Ersatzwaffe eigentlich ganz gern behalten. Das Ding brauchen wir. Das kann weg. Ein... Nein, habe ich jetzt beide verkauft? Ich wollte nur eins verkaufen. Da, da. Hä, da, wieso hat er jetzt beide wieder? Ich will nur noch... Ach, ist egal. Ist egal, ist egal, ist egal. So, wir verkaufen die Armbrüste. Okay, 1300 Gold haben wir jetzt. Das ist, glaube ich, ganz grundsolide. Die Jägerrüstung würde ich sogar ganz gerne mal behalten. So, in der Stadt müssen wir wahrscheinlich... Wahrscheinlich müssen wir in der Stadt nicht so viel kämpfen. Da würde ich in der Stadt sogar mal ganz gerne mit dieser Jagdklamotten rumlaufen. Einfach, weil das ganz cool aussieht. Hat Stil. Gefällt mir sehr gut einfach. Schon cool. Dazu tragen wir jetzt noch hier dieses grobe Schwert. Das hat Style. Mir gefällt ja das grobe Schwert persönlich, das wisst ihr ja. Also, die unter euch, die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass das grobe Schwert ja so meine Lieblingswaffe ist. Auch wenn ich damit jetzt hier nicht kämpfen werde, aber das ist so meine, ich sag mal so meine Stadtmode, sag ich jetzt mal, die ich in der Stadt tragen werde. So. Der Araxusläufer können wir uns jetzt direkt wieder zur Stadt bringen. Wait, gab's hier nicht noch diesen einen Händler? Der ist irgendwie weg. Schade. Was mit dir? Słyszałam, że bardzo zależy ci na dostaniu się do miasta. Ja?
Vielleicht tut es das. Worauf willst du hinaus? Może i zależy. Co ci do tego? Rozumiem twoją podejrzliwość, ale wiedz, że nie każdy tutaj jest wrogo nastawiony do przyjezdnych. Mam dla ciebie propozycję. Tak się składa, że zostało mi kilka towarów do obchnięcia, ale za cholerę nie mogę znaleźć kupców. Gdybyś mi pomógł je sprzedać, mogłabym powiedzieć ci, jak dostać się do miasta. Co ty na to? Ja, ich will jetzt, dass ich ein paar Waren abkaufe oder Händler finde oder so. Damit hilft die mir, in die Stadt zu kommen. Aber Süße, du bist jetzt zu spät. Ich hab schon einen Weg in die Stadt. Fragen. Was sind das für Waren? Was wäre, wenn ich diese Waren bei ihnen kaufen würde? Sie dachten nicht, dass ich mit Goldhandel davonlaufen könnte. Was wäre, wenn ich die Waren kaufen würde? A co gdybym to ja kupił od ciebie te towary? Proszę bardzo, jeśli tylko będziecie na nie stać. Pomyślmy. Jak dla ciebie to będzie 150 sztuk złota? 150 ist jetzt nicht so viel, also. Ich hatte es halt nicht gespeichert. Ich kaufe das einfach mal. Proszę, oto pieniądze. Dzięki, a oto obiecane towary. Nie mam pojęcia, na co ci one, ale nie robi mi to większej różnicy. Pakete halten. Sackrote Paprika, Eisenklumpen, seltsame Hämmer. Ich habe ein Paket erhalten von der... Ah, Referenz von Albin. Ah ja, das ist hier mein Eintritt zur Stadt. Seltsame Hämmer. Hammersatz mit vielen spitzen Enden. Okay. Ein paar Klumpen Schmiedeeisen. Trotz ihrer Größe wirken sie extrem leicht. Paket, fast fest verschlossen. Ein Paket mit einem seltsamen Geruch. Ich habe es von Petra. Sumpfkrautgelenk. Was? Was ist denn ein Sumpfkrautgelenk? Fetter Brocken. Ein öliger Schleifstein, nützlich zum Kochen. Okay. Interessant. Ach, es ist wahrscheinlich sowas wie Butter oder Fett oder so. Oder Speck. Keine Ahnung. Was habe ich denn jetzt hier? Ah, hier jetzt. Ach, Sumpfkraut. Es ist nicht legal, es zu rauchen. Ja, okay. Naja, was jetzt will ich aber auch wissen, wie die mir helfen könnte jetzt. Das würde ich jetzt schon ganz gerne erfahren. Wo ist die denn jetzt hingegangen? Hier sitzt dieser Fabio immer noch. Wo ist die denn jetzt? Ach, da vorne ist er. Jetzt will ich wissen, wie die mir hätte helfen können, in die Stadt zu kommen. Das würde mich jetzt schon interessieren. Hey. Zu unserem Deal. A teraz, co do naszej umowy. Pomogłeś mi pozbyć się całej partii towarów, więc spełnię twoją prośbę. Jeśli nie masz przy sobie glejtu lub innego dokumentu uprawniającego cię do przekroczenia murów, nie masz co liczyć na to, że strażnicy cię przepuszczą od tak. Innego dokumentu? Farmerzy nie mają raczej potrzeby wysyłać nowych pracowników do miasta, ale kto wie, może drwale zlecą ci transport drewna do kominka naszego kochanego Lorenzo. Dużo osób o tym nie wie, ale w okolicy wschodniej bramy miasta znajduje się malutka jaskinia. Na jej końcu zaczynają się nasze ulubione kanały. Strażnicy mają zakaz wpuszczać kogokolwiek do miasta, ale jak przejdziesz przez kanały, to nikt nie powinien robić o to problemu. Nie zapuszczałabym się tam jednak bez dobrego zapasu pochodni. Nie wspominając już o grasujących tam potworach. No i jest jeszcze Salzer. To mój kolega po fachu. Powinien kręcić się gdzieś na zachodnim trakcie. Zwykle nie rozstaje się ze swoim wozem, na którym spokojnie zmieści się kilka dużych beczek wina. Regularnie kursuje pomiędzy winnicami, farmami i miastem. Może będzie miał jakiś pomysł, jak dostać się do miasta. To wszystko, co mi przychodzi do głowy. Dzięki wielkie za rady. To ja dziękuję, kolego. Powodzenia w szukaniu brata. Okay, also die hat jetzt mir das verraten, was ich schon irgendwie vermutet hab. Achso, das wird jetzt mal nicht als Tagebucheintrag hier angezeigt. Schade. Also, man kann in die Stadt kommen, indem man halt eine Kanalisation findet. Das habe ich mir irgendwie schon denken können. Das hatte ich irgendwie schon so ein bisschen im Urin.
Ich habe aber nicht so ganz verstanden, ob die jetzt am Ost- oder Westtor gemeint hat, aber... Spadaj. Ja, ich werde das einfach nochmal suchen. Ich meine, das hätte ich sowieso gemacht. Also ob mit oder ohne deren Hilfe. Aber auf diese Art und Weise habe ich jetzt quasi... Ach, scheiße. Czego tu szukasz? Odejdź. Ja, ja, ich gehe ja schon. Aber auf diese Art und Weise habe ich jetzt quasi offiziell, ja. No proszę, jednak można. Und ja, damit machen wir das so, dass wir in der nächsten Folge zu Fuß in die Stadt tingeln. Und ja, dann werden wir versuchen, diese Kanalisation zu finden. Ich finde es irgendwie aber trotzdem seltsam, dass das jetzt hier überhaupt nicht drin steht. Nee, es ist überhaupt nicht eingetragen, das, was sie mir gerade gesagt hat. Das finde ich ein bisschen schade. Egal, ist nicht schlimm. Dann machen wir das halt auf normalem Wege und dann suchen wir das einfach nochmal so. Ich wollte mich ja sowieso in der Gegend dann nochmal umgucken, also von daher alles okay. Ja, dann würde ich sagen, ich danke recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge machen wir weiter, dann laufen wir in die Stadt und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit am Start seid. Wenn es wieder heißt, The Chronicles of Mythana Acholos. Bleibt gesund, macht's gut und ciao.